Warum haben wir nochmal diese Firma gegründet? I don't know. Aber ich weiß auch nicht. Tja, dann lass uns das doch heute mal in der nächsten dreiviertel bis Stunde rausfinden. Hallo, liebes Internet. Willkommen zum besten Wortwitz aller Zeiten und unserer Talkshow Stift und Papier. Wir sind Against the Odds, zumindest ein kleiner Teil von Against the Odds. Und wir machen seit dem 20. März Online-Video-Content über Pen and Paper. Bisher ein paar Abenteuer, immer One-Shots und ein Tutorial, aber das nächste ist in der Mache. In absehbarer Zukunft. Ja, wir sind dran. Und wir stehen kurz davor, dass wir anfangen mit unserer Kampagne. Das ist eine Geschichte, die man über ganz lange Zeit hinweg erzählt. Können wir bestimmt noch ganz genau darauf eingehen, was eine Kampagne eigentlich ist. Ist auf jeden Fall eine richtig große Sache für uns. Und weil wir bisher eigentlich immer nur kleine Sachen hochgeladen haben und gemacht haben, dachten wir vorher, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir einmal ein kleines Update geben, was wir sind, wer wir sind, was wir wollen. Und dann auch, was hat es mit diesem Studio auf sich, wo befinden wir uns hier, das dann morgen oder wie funktioniert Pen and Paper für uns, wie ist unsere Dynamik hier. Heute geht es darum, woher kommt die Idee und wie funktioniert das hier alles. Deswegen sitzen wir hier zu dritt. Hallo. Hi, ne? Weil wir die Deppen sind, die eine Firma gegründet haben für Pen and Paper. Das richtig. Mhm. Wir haben uns gedacht, das wäre eine gute Idee. Zeigt sich dann ja. Wird sich zeigen, I guess. Ich meine, das erste Mal darüber nachgedacht haben wir ja vor einem Dreivierteljahr, im Sommer. Ja. So ziemlich, ja. Und also wir beide hauptsächlich. Ja, vor allen Dingen wir zwei. Ich bin fast gelaufen. Ja, wir haben drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass der Grundgedanke war, wir wollten eigentlich irgendeine Bachelorarbeit da gemeinsam draus machen. Mm. Hat ja geklappt. Das hat ja super geklappt. So. Ihr habt mich damit jetzt allein gelassen. Sorry. Aber wir sind jetzt hier damit. Ja. Ja, dann brauchten wir noch jemanden dritten. Hm. Dann bist du dazu gekommen. Für mich dazu. So einfach war das. Es war halt wirklich einfach nur bei einem Spaziergang um den See als Location Scouting für so einen Kurzfilm. Für einen Kurzfilm. Kann man schon so sagen. Einfach nur, hey, wir haben da so eine Idee. Willst du auch? Es geht um D&D. Sure, I want to. Ich meine, war dir klar, welche Tragweite dieses Jahr haben würde für dein Leben? War es euch klar? So, schon nicht. Es ist dann so viel auf einmal gekommen, irgendwie halt so das Stipendium, über das wir gleich bestimmt noch reden wollen und irgendwie alles andere, was wir noch so gemacht haben. Und dann ist so, auf einmal ist das hier zu eskaliert. So, die Anfangsüberlegung war ja, lass mal einfach ein bisschen D&D spielen und jetzt sind wir mittlerweile bei, wir haben eine Firma und ein Studio und und sind 8 Leute, beziehungsweise eigentlich inzwischen auch 10, wenn man ehrlich ist. Ja, ging schnell. Irgendwie alles plötzlich passiert. Wir haben auch, heute sind ja die beiden hier, morgen sind dann Cindy und Timo hier als Interviewgäste. Die sitzen jetzt gerade in der Regie hinten und gucken, ob das hier alles funktioniert. Ich hoffe ja. Und am Sonntag ist dann noch Nina hier, dann nochmal mit Fabius, wenn wir über die Kampagne sprechen. Und dann ist da noch Spooky, Teil unseres Teams, ein weiterer Spieler, Niklas, der Chat-Moderation macht. Und jetzt ziemlich neu, Cindy, also zwei Cindys, die macht für uns Artwork für unsere ganzen Charaktere. Ziemlich cool, wir sind alle gespannt, wie die aussehen werden. Und ich habe schon den ersten Sneak Peek heute gesehen. Bin ich noch gar nicht. Schön für dich. Ja. Von welchem Charakter? Von der anderen Cindy, der Charakter. Sie hat auch das erste Gespräch gehabt. Schon. Unfair. Sieht auch scheiße gut aus. Und ihr Charakter? Ja, auch. Grüße gehen in die Regie. Grüße gehen in die Regie. Schon. Die werden auch alle hier danach nacheinander vorbeikommen. Wenn ihr jetzt mehr über uns erfahren möchtet, ohne dass wir euch das cringy erzählen müssen, wir haben das D&D Beyond Overlay hier eingeblendet. Hoffe ich. Haben wir? Links oder? Haben wir? Eventuell. Nein, noch nicht. Wir haben kein D&D Beyond Overlay, Leute. Aber die Idee war so gut. Ab morgen. Ah, Timo macht das, cool. Dann könnt ihr jetzt gleich da unsere Charaktere sehen. Wir haben uns heute einfach mal ganz selbst als Charaktere erstellt in D&D Beyond. Welche Rassen und Klassen wir denn so wären als Menschen? Sollen wir das Thema kurz anschneiden? Klar. I guess. Von bei jemand. Warum bei mir? Okay. Ich habe als Rasse, fangen wir da an, haben wir bei mir zur Auswahl gehabt, glaube ich, 11 oder Gnomen oder Mensch. Keine Spitzenohren. Ich habe halt keine Spitzenohren, ja, das ist das Problem. Nee,
weil Gnome sind eine der wenigen Rassen, die +2 auf Intelligence bekommen und ich bin natürlich extrem klug. Also schon so. Und Elfen passt irgendwie von dem Überheblichkeitsfaktor, präsentiert in Beispiel A. Und I don't know. Dann habe ich mich für den Gnome entschieden, weil irgendwie die Traits besser gepasst haben. Ich glaube, der Forest Gnome kriegt Vorteile auf Wisdom Saves und Intelligence Saves. Und ich lasse mich nicht so einfach aus der Ruhe bringen, das passt irgendwie ein bisschen. Den Joke mit dem Elf hast du dir schon aufgeschrieben vorher, oder? Dann hast du irgendwo das Notiz. Ja, brillanter Gag. Oh mein Gott, schreib mir direkt dazu, dass es gut funktioniert hat. Ich muss gestehen, ich habe gecheatet. Ich wollte mir meinen Charakter nicht selbst erstellen. Bin ich zu wenig selbstreflektierend, also habe ich es wen anders machen lassen. Willst du sagen, wer? Eine Freundin von mir. Mhm. Und offensichtlich bin ich ein Satyr Illusion Wizard geworden und wir haben uns schon darüber unterhalten, ob es passt oder nicht. Und wir haben so Punkte dafür und dagegen gefunden. Was sind denn Punkte dafür? Naja, irgendwie so dieses wizardige Lernen-Stuff und so das Illusion-Ding mit irgendwie darstellerisches Zeug. Ich habe mir auch als Background-Entertainer gegeben, also so dieses darstellerische, schauspielerische, so ist halt schon da. Den Satyr sehe ich wenig. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich Lore-Bade bin. Ja. Cult of Lore-Bade. Passt. Passt, ne? Passt. Ich bin Dungeon Master. Natürlich bin ich Lore-Bade. Schon. Und das passt auch von der Klasse, weil ich klaue mir Sachen von anderen Klassen. Und das war schon immer so mein Ding im Leben, dass ich mir von allen, was ich mache, Dinge zusammen klaube. Und du? Ich bin ein... Oh, ich hab's eben geändert. Ich bin kein Halbling mehr, sondern jetzt ein Changeling, weil ich das cooler fand. Wo bist du denn ein Halbling? Weil wenn die eine 1 rollen, also das Schlechteste, was man rollen kann, können die das ja rerollen. Und ich dachte mir, auch wenn mir doofe Sachen passieren, ist es nie wirklich schlimm. So, man kann es immer noch kurz abwenden. Und deswegen dachte ich eigentlich Halbling, aber Changeling finde ich cooler, weil die sich halt verändern können. Und weil du dir die Haare gefärbt hast. So. Ja, Haare sind anders, hab das. Auch das nehme ich als Begründung dafür. Hin und wieder zurück. Und dann war ich zwischen Warlock und Sorcerer, weil ich Charisma als meinen Spellcasting-Modifier gerne hätte. Und habe mich jetzt für Sorcerer entschieden. Siehst du nicht? Ich weiß nicht, der Warlock ist halt einfach in meinem Herzen. Also von Fae oder so, oder Celestial, nicht vom Fiend. Dann vielleicht du hast dich aber von mir überzeugen lassen, auf Zauberer zu wechseln. Nur weil ich proficient in Persuasion bin, heißt das nicht, dass ich... Ja, weil aber das Persuasion ist mein zweitbester Skill. Ich wollte nur sagen, es hat gepatzt. Vielleicht doch mal kurz, Powerrunde, dein Dumpstat und dein höchster Stat. Oh. Mein Dumpstat ist Dexterity und mein höchster Stat ist Charisma. Klar, sicher. Same. Moin. Hab ich genauso gemacht, ja. Initiative -1. Ja. Die Crew. Nicht mal mit dem ASI habe ich es auf +10 bekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, auf +9. Weil ich den Feature von Satyr bekommen habe. Nee. Aber ich bin schon wirklich fucking ungeschickt. Ist schon nicht falsch. Nee, du bist nicht so. Ich hätte halt auch überlegt, Constitution zu dumpen, weil, habe ich ja gerade eben schon gesagt, so eine Erkältung guckt mich halt an und ich bin krank so. Ja, aber du trinkst schon gut was weg so. Ja, okay, aber das ist ja Übung. Ja, aber das gehört ja auch zur Constitution. Tatsächlich war das auch meine erste Entry zu so Constitution, Trinkfestigkeit. Schon. Weil deswegen ist bei mir Constitution halt voll am Boden. Das ist mein schlechtester Stat. Fair, völlig fair. Ja, und danach Stärke, das ist nicht so gut. Und dein bester Stat? Sowohl Intelligence als auch Charisma, die auf dem gleichen Level sind. Mhm. Aber nicht geil, aber immerhin beides okay. So. Zwei Apropos in diesen Aussagen. Erste Aussage, eine Erkältung ruft dich an und du bist krank. Wir haben ein Hygienekonzept und sind negativ auf Corona getestet, deswegen können wir hier überhaupt so sitzen. Ja, aber jetzt haben wir es ja gesagt. Ja. Das zweite. Was willst du uns sagen? Nicht so wichtig. andere Frage. Ah, du hast eben gesagt, du hast deinen Performer-Background. Ich glaube, den haben wir auch alle drei genommen. Mhm. Ja, Entertainer. Ja. Ich meine, wir können ja mal ganz am Anfang anfangen. Wann haben wir uns kennengelernt? Wo? Ja, wir haben uns alle in der Theater-AG kennengelernt von der THOWL. Ein wirklich sehr guten Studiengang NRWs. Medienproduktion anbietet. Mhm. Kleiner Sideplug. Ich meine, der verdanken wir, dass wir uns hier kennengelernt haben. Wir haben alle dasselbe studiert, ist die Antwort. Ihr auf die studiert Frage. Das noch, möchte ich kurz mal wissen. Ja, okay, Philipp und ich studieren das noch. Die Dame ist vor kurzem fertig geworden und bildet sich was drauf ein. Ja.
Ja, es gibt einen Strich auf der Strich. Wir führen eine Strichliste, ob sie es erwähnt, dass sie schon fertig ist und wir nicht. Ja? 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 Ja, ist jetzt blöd. Kannst du mir einen Stift und einen Zettel bringen? Dann schreib Warte, ich gebe dir meinen Chat und sie schreibt es dir im Chat. Fuck it, we're doing it live. We're doing it live. We're doing it live. Das Twitch-Passwort habe ich nicht geändert. In dieser kleinen. Sie schreibt es dir auf WhatsApp. Ja, wir haben uns in der Theater-AG kennengelernt. Mhm. Und, die ihr mehr oder weniger mit begründet habt oder mehr oder weniger aus den alle denken Kinderschuhen immer, gestanzt habt. Alle denken immer, ich war das, aber eigentlich war das Kathi. Ja, ich meinte, ihr habe ich schon so auf euch beide bezogen, weil ihr habt beide Regie und Regieassistenz gemacht, könnte man vielleicht. Ich habe erst im zweiten Jahr Regieassistent. Achso, Kathi. Wir haben das mit fünf. Technik, ich war Vortechniker. Ja, wir waren fünf Leute am Anfang, die gesagt haben, es wäre ganz cool, eine Theater-AG zu haben. Und dann wurden wir 11 Leute. Und dann im zweiten Jahr kam unter anderem Fabius dazu. Du kamst als Schauspieler dazu? Nee. Ich habe noch Ton gemacht für eure Höllen, also für Hölle als Aufnahme. Und dann. Ich mein, ach, das war ja schon. Ja, stimmt. Das so schnell geht's. Ja, da kam ich als Schauspieler dazu. Und dann, ich meine, da machen wir auch ganz viel Impro zusammen. Nina ist auch mit in dieser Theater-AG, die ja morgen, Cindy übermorgen auch. Hier ist. Macht Kostüm. Cindy macht Kostüm in der Theater-AG. Mhm. Und das war auch so das erste große Projekt, was wir, würde ich sagen, zusammengestemmt haben, wo wir gemerkt haben, wir können auch zusammen arbeiten. Ja. Und daraus hat sich das dann ja so ergeben, dass wir dachten, lass mal mehr machen. Theater geben, auch super. Wie du vorgestern gesagt hast, so, den fand ich ganz cool, mit dem sollte ich mal mehr machen. Ja, Philipp und ich haben uns beide immer in der Theater zusammengesetzt, wenn wir mal Pause hatten und haben einfach eine halbe Stunde über Dungeons and Dragons geredet und über Pen and Paper allgemein, wie cool das alles ist. Aber das Gespräch ging dann auch aus mit, ja, tschüss dann. Ja, genau. Es war nie so, ja, dann lass doch zusammen machen. Ja, genau, es war nie so, ja, dann könnten wir mal was irgendwie gemeinsam da machen. Es ist immer so ein, cool, dass dir das auch gefällt und ciao. Ah ja, deswegen warst du auf meiner Liste von den coolen Leuten, mit denen man vielleicht mal was machen sollte. Du hast eine Liste von... Das ist von... die Qualität. Ja. Aber ich meine, so eine Liste habe ich ja auch ein bisschen und ich weiß noch, dass ich irgendwann mit Niklas und Spooky am Fluss saß und so war, hey, lass uns jetzt mal mit Timo und Philipp und Cindy anfreunden. Ich schreibe euch jetzt eine WhatsApp. Wir treffen uns heute und wir haben uns am gleichen Tag getroffen. Wir haben uns am gleichen Tag noch getroffen, ja. Einfach Freunde erzwungen. Story of my life. So ihr und ihr werdet Freunde. Ja, okay. Aber das hat es hat super gut geklappt. Jetzt sind wir hier. Wir haben ja auch vorher, also wir hatten vorher zwei getrennte Gruppen quasi für D&D und haben die dann so Teile von beiden Gruppen fusioniert. Ja. Und jetzt ja angefangen zum One-Shots zu spielen. Ich finde, wir funktionieren einfach fucking gut als Gruppe. Ja. Es fühlt sich so schön an, mit euch zu spielen. Kann ich nur zurückgeben. Kann man vielleicht kurz erklären. Also ich habe eine eigene D&D-Gruppe gehabt. Fabius auch. Wir waren beide jeweils Spielleiter. Wir sind Spielleiter. Wir sind Spielleiter. Wir sind beide immer noch Spielleiter. Das ist völlig richtig. Und darüber haben wir uns dann meistens unterhalten. Über unsere Spieler gelästert, wie blöd die eigentlich so sind. Hauptsächlich das, ja. Ja. Eigentlich schon. Und jetzt bin ich kein Spielleiter mehr. Du wirst dich dann über mich ärgern. Bist du nicht? Also ja, klar, aber in der hier jetzt nicht. Ja, hier nicht, aber ja. Zu Hause. Ja, ja, zu Hause ja. Ja, wir spielen Waterdeep. Er kann meinen Struggle nachvollziehen. Ich kann meinen Struggle nachvollziehen. Die Spieler, über die ihr euch lustig macht, bin unter anderem ich. Ist das völlig korrekt. Das ist okay. vollkommen in Ordnung und korrekt. Schön. Also du hast jetzt gerade gesagt, du bist DM. Was machst du hier? Ich spiele. Hauptsächlich und mache dann im Background Video-Editing und so Zeug. Technik habe ich ja mehr oder weniger ein Team abgetreten. Das ist nicht mehr meins, so langsam. Aber Video-Editing mache ich noch immer. Das wunderschöne Tutorial habe ich geschnitten. Ich werde besser. Ist das ein Versprechen? Das ist ein Versprechen. Okay. Wenn ich hier vor 2 Jahren nochmal drauf gucke, dann so... ist das wirklich? In 2 Jahren erst. Guck mal, dass ich mich traue. Okay, alles klar. Und ansonsten bin ich hauptsächlich Spieler und spiele in der Kampagne einen Paladin, wenn ich das schon raushauen darf. Dürfen wir das schon raushauen? Ja, ihr wisst es ja, sieht man ja auf D&D Beyond. Also für eine Klasse ist okay. Okay. Hallo, ich bin Klerikerin. Hallo Klerikerin, mein Name ist Philipp. Ich lasse die Spieler ihre Charaktere so halbwegs voneinander geheim halten. Sie wissen eigentlich wenig über sich. Halbwegs, sie wissen so ziemlich genau gar nichts. Ja. Ja. Pass und das, Klasse, was man auf die Libyen. Das ist gefährlich, aber weil das halt dazu führen kann, dass die Gruppe so ein Zero zueinander passt und ihr dann ist ja deine Aufgabe. Keinen Grund habt, zusammenzufinden. Ja, das ist dann meine Aufgabe, euch zusammen zu zwingen und eure, um dann darauf einzugehen. Aber ja, ich fand's cool, wenn die Leute wenigstens so ein bisschen
geheim arbeiten können, weil bei so einer längeren Kampagne macht der meiste Spaß, meiner Meinung nach, halt auch so ein bisschen die anderen kennenzulernen und so ein bisschen die als Charaktere einzuschätzen und zu sehen, wie sie wachsen. Und wenn man vorhinein schon weiß, wo die Reise eventuell hingeht, ist das zwar auch okay, so ist eine Spielweise, aber ich finde das andere interessanter. Ich habe auch recht viel in meiner Story auch einfach offen gelassen, habe ich dir auch recht viel gesagt, wo ich so sagte, so, ja, konntest du dir überlegen, weil irgendwie so, das ist wirklich, was mich auch am meisten interessiert, so die anderen Leute kennenzulernen, so wer werden Freunde, wer vielleicht irgendwie eher nicht und dann auch so, meine Story wollte ich gar nicht so viel ausarbeiten, ich habe dir halt, glaube ich, 3-4 unterschiedliche Optionen gesehen, wo ich den Charakter hingehen sehe und so ist mir egal, ist was du damit anstellst. Ist eine richtig dumme Idee, die DM freie Hand dazu geben, ne? Das ist das beste Geschenk, was mir hättest machen können. Völlig gut. Wird schon eine coole Reise irgendwie, denke ich. Und im Zweifel stirbt Kona halt. Kona ist mir auch, heißt der Typ. Steht ja auch in D&D Beyond. So rausgerutscht. Ist gut in Geheimnisse bewahren. Sehr gut in Geheimnisse. Extrem gut. Mhm. Charisma, höchster Stat. Eindeutig. Wisdom. Und wenn du jetzt die Kampagne machst, wie weit gehst du dann darauf ein, was dir Spieler so sagen, was sie haben wollen in ihrer Backstory? Es kommt drauf an, auf den Spieler. Also, ich werde jetzt nicht auf alle Charaktere gleich stark eingehen, weil nicht alle Spieler wollen das. Manche wollen einfach tatsächlich nur Teil der Gruppe sein und freuen sich halt, die Abenteuer mit zu erleben und haben irgendwie keine Ansprüche, wo sich ihr Charakter eventuell hinentwickelt. Die machen die Rollen dann halt einfach so mit. Und wenn sich halt was ergibt, dann ergibt sich was. Und wenn halt Leute sehr involviert sind und die ganze Zeit auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich will nächste Woche unbedingt das machen, dann klar, wir können damit... Beides funktioniert so. Ich habe für mich auch irgendwie da so festgestellt, dass es da auch einfach so zwei unterschiedliche Gruppen, Spielercharakteren irgendwie gibt. Zwar die irgendwie so ortsgebunden sind und die halt irgendwie so personengebunden sind mit ihrer Story eher. Also so, ich muss in die Stadt zurück, um diese Person zu finden und mit der was zu machen irgendwie. Und dann gibt es halt diese so, ich habe diesen Struggle, aber kann das überall eigentlich irgendwie machen. So, das sind so zwei relativ große Camps. Ja, falls diese äußere und innere Konflikte. Die man sich so, ja, genau. Mhm. Und so, es können halt Leute einfach anlang taggen. So auf der Story der anderen und trotzdem eine eigene Story auch. Ja, aber es gibt ja, also es kann ja trotzdem Charaktere geben, die praktisch gar keinen Struggle haben, die einfach nur wirklich zum Spaß dabei sind. Und tatsächlich gibt es vielleicht ein oder zwei, die einfach nur da sind, weil sie Bock haben. So. Und das ist auch immer ganz erfrischend eigentlich, weil das sind Charaktere, die haben auf alles Lust und dann kann man mit denen auch sehr viel machen. Mhm. Ja. Die sind einfach gern zu haben. Als andere Charakter. Sein, ja. Ich bin halt auch gespannt, weil das ist bei uns allen jetzt nicht mehr der erste Charakter, den wir gebaut haben, sondern jetzt hat man halt irgendwie schon allein in den One-Shots, aber auch davor in unseren verschiedenen Kampagnen irgendwie Erfahrungen gesammelt, was jetzt dann der Weg ist, den man gehen möchte mit seinem Charakter. Weil man sagt ja auch, dass der erste Charakter immer noch der Charakter ist, der sich am meisten an der eigenen Persönlichkeit orientiert. Ja, voll. Das ist immer, der erste Charakter ist immer der Self-Insert. Das ist so, hallo, ich bin ich, aber in cool. So, das bin ich. Ich habe den Namen geändert und ich kann plötzlich zaubern, aber das bin ich. Das ist eine harte These. Das ist keine harte These, das ist so, wie es ist. Ja, also dein erster Charakter ist schon, bist schon du in cool. Ich bin nicht in cool. Ich meine... Na, könnte man sich drüber schreiben. Lachen und dann nächstes Thema. Ich dachte, ich nehme einfach einen Hieb aus dem Glas. Ich meine, mein erster Charakter war ein ist ein Azimar, sie lebt noch, ist ein Avandra Azimar, der ein Warlock wurde, The Fiend. Ja. Und Grüße an Asmodeus ausrichtet. Hat einen Pakt mit dem Oberteufel gemacht, mal eine sehr kluge Idee. Mhm. Was war dein erster Charakter, Philipp? Mein erster Charakter ist tatsächlich nicht in D&D entstanden, sondern in DSA. Bei mir auch. Ja. Und das ist schon Ewigkeiten her, da waren wir, glaube ich, 14, 15, ein guter Freund von mir, der vielleicht sogar zuguckt, weil ich vor 2 Tagen noch mit ihm gesprochen habe, meinte, hat mich in dieses Hobby reingeholt, mehr oder weniger. Und wir haben mit DSA 3 angefangen, wenn ich mich recht entsinne. Und mein erster Charakter war ein Zauberer in einem One-Shot, der irgendwie relativ jung war. Der Charakter, der mir am meisten Spaß gemacht hat und dem wir auch ein bisschen gespielt haben, das war ein Pirat. Es kam gerade Assassin's Creed Black Flag raus, I don't know. Und den Charakter habe ich zusammen mit einem anderen Freund von mir erstellt, Alex, der jetzt gerade, glaube ich, nicht zuguckt. Und der war ein Schmuggler. Und dann war es so ein Schmuggler und sein Piraten-Bodyguard, die zusammen auf Schmugglerabenteuer gehen, Sachen schmuggeln und am Ende haben wir ein Schiff geklaut. Das klingt
schon ziemlich gut. Es war ziemlich lustig, aber es war auch sehr viel Self-Insert und sehr viel einfach lustig. Bist du im echten Leben ein Pirat? Nee, aber halt so ist so dieses, wie gesagt, es kam dann gerade irgendwie Black Flag raus und es war so jetzt einfach mal so der coole Draufgänger-Typ. So. Ja, okay. Es war schon kein so guter Charakter, aber er hat sehr viel Spaß gemacht zu spielen und wir haben sehr viele dumme Sachen gemacht. Wir sollten so eine Person retten und die wollte nicht gerettet werden. Deswegen haben wir sie gefesselt, dann wurden wir verfolgt und haben sie auf ein Pferd getragen und dann ist sie runtergefallen und ist in den Fluss gefallen und ertrunken. Sie wurden gerettet. Erfolg. Success. Get paid. Was sagst du, be you, I guess. So schlimm. Ja, dann haben wir ein Chip geklaut. Mein erster Charakter auch in DSA, aber ich glaube, es war eine ältere Version als 3. Ich meine, es ist die erste DSA-Version. Es ist so eine uralte, die meine Eltern irgendwann mal gekauft haben. Sie haben davon auch relativ viele Erweiterungspacks und sowas. Und ich habe dann irgendwann als neugieriger, anfangender Teenager unsere Abstellkammer durchsucht, na, weil da sind auch alle unsere Brettspiele und dann ist mir das entgegengefallen. Ich war so, was zur Hölle ist das? Und habe das ganz interessiert durchgelesen. Wow, da gibt es so coole Waffen, da kann man das und das machen. Ich habe nicht wirklich verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ja, aber es war so, es gibt Waffen, man kann kämpfen, geil. So, und dann habe ich meinen Vater irgendwie dazu überredet bekommen, für einen Abend mal Spielleiter zu sein. Und die ganze Familie hat gespielt und da habe ich einen Charakter für erstellt. Und das war noch ein altes System, wo man seine Rasse auswürfeln musste. Du hattest praktisch so, du musstest am Anfang einen Wert werfen und hast du halt einen bestimmten Wert erreicht zwischen 10 und 41, dann warst du Mensch und ansonsten warst du Zwerg und ich war der Einzige, der es nicht geschafft hat, jemand anderes zu sein als ein Abenteurer, also ein Mensch. Ich war Elf. Ich war der einzige Elf in der Gruppe, weil ich relativ hochgeworfen habe. Und ich war richtig neidisch auf meinen Bruder, der später bei seiner Profession richtig hochgeworfen hat. Wenn man nicht mehr Abenteuerpunkte dafür gesammelt hat, dann konnte man halt irgendwas richtig Cooles sein, wie ein Zauberer und er war Zauberer. Und ich war irgendwie Kämpfer oder sowas, was so Standardberuf war, so Abenteurer, einfach nur random. Da konnte man sich damals ja auch nicht so wirklich Klassen aussuchen. Genau, genau. Backgrounds und dann hast du geskillt, was du wolltest. Genau, es gab nur so wirklich, es gab keine Klassen, es gab nur so Berufe. Und wenn du halt zu scheiße geworfen hattest, dann warst du Abenteurer. Und wenn du halt cool geworfen hast, dann warst du halt irgendwas Spezialisiertes. Ich war Abenteurer, Elf, aber immerhin. Und wir haben dann so ein seltsames, ich glaube, es war sogar fast so weihnachtsthematisches One-Shot gespielt, wo wir den Weihnachtsmann irgendwie finden mussten, der irgendwie verloren gegangen ist. Und ich kann mich nur vage daran erinnern, wir sind dann in so eine Höhle gekommen und mussten dann Weihnachtslieder singen, um seine Elfen rauszulocken. Und ich war die ganze Zeit so auf Kämpfen und habe dann versucht, den Weihnachtsmann am Schluss zu bekämpfen. Mein Papa war halt noch so... Nee, das hier ist wholesome und hier wird nicht gekämpft und hat uns dann immer davon abgehalten. Und es gab sehr viel Misskommunikation zwischen meinem Bruder, meinem Vater und mir. Irgendwann war dein Vater kein Spiel. Nee, wir haben dann auch nie wieder einen zweiten Abend gespielt. Aber das war mein erster Charakter. Das war so ein Elf und den Namen, den ich mir für ihn ausgedacht habe, den benutze ich bis heute für bestimmte Sachen. I don't know, also... War irgendwie... Jetzt musst du auch sagen, was es ist. Nö. Ich weiß es halt, weil er steht unter unseren YouTube-Videos drunter. Natürlich. Echt? Damit hättest du kommentiert. Nee, das ist nicht Saturas. Saturas ist ein Wassermagier aus Gothic. Ach ja, stimmt. Ja, sorry. Aber ist das da nicht, also das System habe ich halt nie gespielt, aber das klingt für mich ein bisschen blöd, wenn man sich seine Rasse und Klasse nicht aussuchen kann. Kannst du halt. Du kannst auch in D&D deine Rasse und Klasse werfen, wenn du möchtest. Du kannst halt auf die Regeln scheißen, einfach nehmen, was du willst, aber es war halt schon so, dass der Magier der mächtigste war. Ja. Das hat sich dann aber irgendwann auch geändert, also das war wirklich in der ersten Version. Es gab, was sie auch hatten, und das habe ich dann später selbst gemacht, aber da konnte man nicht so wirklich einen Charakter erstellen, waren für DSA gab es so Choose Your Own Adventure Books. Und da hatten meine Eltern ein paar tatsächlich. Und die hießen nicht Choose Your Own Adventure, sondern die hießen einfach tatsächlich nur Abenteurer oder Abenteuervereinen oder so. Kann ich kurz erklären, was das ist für Leute, die vielleicht nicht so viel Pen & Paper-Erfahrung haben? Ja, also es ist ein Einzelabenteuer, ne? Du hast ein Buch vor dir. Genau. Da steht, wie ein normales Buch, wird halt eine Szene beschrieben und dann steht da drunter, wenn du das und das machen möchtest, spring zu Seite 41, wenn du das und das machen möchtest, spring zu Seite 12. Dann kann man sich entscheiden, was der Charakter macht. Und, also wie so die alten Scroller, die du auf dem PC gespielt hast. Genau, das war so ein Dungeon Crawl auch bei mir. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß.
das Abenteuer, aber das habe ich dann auch gespielt, dass ich durchgelesen habe. Und dann habe ich am Schluss einfach alles gelesen. Ich kann sagen, du liest immer alles. Ja, weil ich es cool fand. Und dann bin ich zurückgesprungen und dachte mir so, ah, ne, ich wollte was anderes. Wie in den alten Metro-Büchern, die du so gelesen hast. Und dann konntest du unterschiedliche Enden zu dem Buch auswählen und konntest zwei unterschiedliche Enden in dem Buch lesen. Dann musstest du auf eine bestimmte Seite springen und dann hast du zwei unterschiedliche Enden erzählt, das Buch. Ja. Ganz cool. Das war aber ganz cool. Es gab so eine Sequenz, wo man in diesem Dungeon einer Bauchtänzerin zugucken konnte. Und es war immer so, wenn du ihr weiter zuguckst, kannst du springen eine Seite weiter. Wenn du weggehen möchtest, geh zu Seite 12 oder sowas. Und dann, weil man konnte irgendwie 6 oder 7 Mal weiter einfach zugucken, während sie sich immer weiter auszieht. Das war natürlich als heranwachsender Pubertierender klasse. Oh Gott. Es waren selten Bilder dabei. Selten. Und trotzdem, wenn du halt weggehen wolltest, musstest du immer auf dieselbe Seite. Und wenn du halt weggehen wolltest, konntest du nicht. Weil du warst hypnotisiert und dann bist du am Schluss trotzdem gestorben. Also das Spiel war darauf ausgelegt, dich umzubringen. Wow. Hattest du vorher sowas Ähnliches als Erfahrung? Also so, ich habe gerade einfach so stumpf behauptet, dass Anis dein erster Charakter wäre, der Asima. Hattest du vorher schon mal Kontakt irgendwie mit dem Hobby? Oder? Ich habe einmal Pathfinder gespielt, ich glaube 2 Abende lang, mit Freunden damals von der Schauspielschule, was ganz cool war, weil auch da war Roleplay halt direkt am Start, sagen wir mal so. Aber das hat sich irgendwie nicht gehalten, wir haben daraus keine längere Kampagne gemacht, da waren nur 3 Spieler, dann hat sich das so ein bisschen verlaufen leider. Tatsächlich auch, ich hätte jetzt gar nicht gesagt, dass Dungeons das Pen and Paper auch einfach zu dem gelesenen Buch mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten gehört, aber macht Sinn. Und weil dann, ja, die habe ich als Kind auch einfach geliebt, dieses 1000 Gefahren, die Insel der 1000 Gefahren und sowas, ist ja eigentlich das Gleiche dann. Ja, ist sehr schon, ähnlich, ja. Schon. Es gibt halt, der einzige Unterschied ist halt das vorgefertigte... Ja, es gibt Protagonisten. So. Gibt, ja. Sollen wir kurz eine Intermission machen und Fragen aus dem Chat beantworten? Weil wir haben welche. Haben wir Fragen aus dem Chat? Wir haben Fragen im Chat. Hallo. Wir haben Hallo, Zuschauer, Chat, heißt das im Umkehrschluss. Ja. Ich weiß nicht, ob wir Zuschauer haben, aber wir haben mindestens einen. Wir haben mindestens einen Zuschauer. Hallo. Hallo, mindestens einen Zuschauer. Palon BB. Ah, moin. Korrigiere man nicht, wenn ich es falsch ausspreche. Erste Frage, herrscht im Studio Schuhverbot? Ach so, die Antwort ist ja. Ja. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass in gesamten Räumlichkeiten dieses Büros und des Studios keine Schuhe getragen werden. Es ist halt auch so ein bisschen auf Wohnzimmer gemacht und es soll einfach heimisch wirken. Es ist heimisch. Genau, es ist doch wirklich heimisch. Ich chill hier gerne. Ja. Wir sind hier, glaube ich, alle einfach gerne und dann ist so mit Schuhen ist immer so ein bisschen so auf dem Durchmarsch. Ja, eben. Ich finde das gut. Nee. Ich hätte wirklich für heute schönere Socken anziehen können, das habe ich gerade schon gesagt. Ja. Aber... Modebewusster Philipp hat da einen rausgehauen. Dachte ich, einfach mal die weißen Socken anziehen und los geht's. Wir hatten ja auch wirklich, seit dem Tag, wo wir hier den Schlüssel hatten, war es ja auch so, wir haben jetzt hier Räumlichkeiten, wo man hingehen kann. Ja. Ich meine, wir würden hier bestimmt mehr machen, wenn nicht Corona wäre. Aber einfach hier einen Ort zu haben, wo man halt auch arbeiten kann und kreativ sein kann, ich glaube, das gibt uns halt schon auch ziemlich viel. Ja, definitiv. Aber ja, Schuhverbot. Schuhverbot. Definitiv. Auch wir müssen da weniger putzen. Das ist richtig. Zweite Frage. Einleitung zu dieser Frage. Sie waren jung und brauchten das Geld. Und eine weitere wichtige Frage, was hat Wolfgang damit zu tun? Wir sind jung und wir brauchen das Geld. Also ihr das seid beide relativ alt, ich bin ja jünger als oh, ihr. Oh wow. Das finde ich jetzt schon steil. Also. Sollen wir sagen, wie alt wir sind? Ja, also. Wollt ihr das? Ich sag das, ich bin 23. Ja, dann sind wir mit 3 Jahren halt auch nicht so viel älter als du. Ich bin auch nur 2 Jahre älter als du. Ja. Du bist hier der Alter. Oh nein, ich fühle mich so alt. Ja, wir sind alle in der Mitte 20. Ja, und alle arme Studenten. Ja. Und alle arme Studenten. Außer sie, Geld. Sie ist ja angeblich keine Studentin mehr. Das ist wirklich ich bin nur noch arm. Ja. Nein. Ja. Und Wolfgang oder Wolfgan, wie er liebevoll im Instagram-Chat genannt wurde, ist absolut Maskottchen geworden. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, ihn wieder abzugeben und deswegen dekoriert er jetzt den Tisch und das Studio. War schon ein cooler Familia. Ich liebe ihn. Obwohl, es war kein Familia, es war eigentlich ein Steel Defender, ne? Ja. Von der Artificer-Klasse. Aus Die Ritter vom Purzelwald. Die Ritter vom Purzelwald, ja. Ach, ich glaube, das ist bisher auch mein Lieblingsabenteuer, was wir gespielt haben. Ja, definitiv. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Wir waren halt alle so kleine, niedliche, entweder Tiere oder Feen. Wir haben ganz viel mit den Anorthakana-Rassen gespielt an dem Abend. Und waren halt alle irgendwie so versucht, niedliche Charaktere zu sein, die aber auch draufhauen können. Hubert Hüpf, der Hase, und seine Tante. Renate, das Rentier. Ich hab grad nach was mit H gesucht.
Hubert Hüpf und seine Tante Hildegard. Hildegard Hoppel. Ah, ich habe sie ja Hoppel genannt immer. Ah ja, natürlich. Ja. Ja. Und also das war einfach, wir hatten halt einfach den ganzen Abend nur Spaß. Es gab wenig, also es war natürlich spannend, es gab große Kämpfe. Es war Leben und Tod stand quasi auf dem Spiel. Und die Apfeltorte. Und die Apfeltorte. Und das fand ich mal auch ein gutes Beispiel dafür, dass nicht alles immer ernst sein muss. Und nee, auf keinen Fall. Darf es nicht. Nee, wirklich nicht. Nee. Ich glaube, das nimmt auch ganz schnell den Spaß, wenn es alles immer so tot ernst ist. Also, obviously, ja, das Abenteuer war cool, hat auch Spaß gemacht. Richtig cool. Es gibt bald gratis zum Download, wenn ihr das jetzt spielen wollt. Das ist cool. Auf unserer Website, die am 13. online geht. Ja, wenn Kathi sie fertig bekommt. Wenn Kathi sie fertig bekommt, bis dahin. Ja. Können wir noch Teile rausschneiden nachher, Timo? Das ist nicht live, oder? Wir können das editen, oder? Also erstmal Frage an mich, ich edite das. Wir können, aber wir... Wir können, aber wir werden nicht, sagt er. Cool. Arbeitsverweigerung. Oh, wir kriegen direkt gerade noch eine Frage. Pardon, BB wieder. Ist Fabius eigentlich immer so energiegeladen oder putzt er sich vor den Streams immer auf? Der ist immer so, das ist das Problem. Schön, dass dir auffällt. Nee, ja, ich bin tatsächlich sehr energiegeladen. Das ist eine meiner Character Traits. Energiegeladen, plus zwei. Deswegen ist meine Dexterity auch nicht so niedrig wie bei euch. Man verliert dich auch nie, weil deine Stimme hört man eh überall und es dauert halt 5 Sekunden, bis du wieder anfängst zu reden. Ja, genau. Das ist halt Gutes. Ja, genau. Also ich bin laut, ich bin energiegeladen, ich bin einfach zu finden. Nur Positives, praktisch. Ja, ich bin absolut nicht unsympathisch dadurch, das ist, lass mir nicht erzählen. Deine Freundin, die ab und zu sagen muss, halt die Schnauze, aber ansonsten ist alles gut. Alles gut. Und perfekt für einen DM, wenn man so möchte. Nee, ich rede manchmal zu viel. Ist schon richtig. Oh. Ich war nicht immer so. Gerade gestorben. Ich war nicht immer so. Nur so, falls das irgendjemanden interessiert. Aber jetzt bin ich so. Also, nee. Das ist Stranger Storybook gerade. Ja, würde ich sagen. So, das könnte dann in einem zukünftigen One-Shot herausfinden, in dem wir meine mysteriös und dunkle Backstory erläutern. Klar. Wie lange braucht der DM eigentlich? Frage von Dope Kench. Spricht man ihn so aus? Dope Kench? Dope Kench? Ja, I guess. Grüße, kurz. Grüße an Dope Kench. Ja. Kennt man nicht jemanden? Nee. Wie lange braucht der DM eigentlich, um einen One-Shot zu schreiben? Ist es sehr unterschiedlich in der Länge? Ja. Für die Ritter von Purzelwald habe ich 2 Tage gebraucht, weil es so einfach von der Feder ging. Für die Kalten Herzen von Egan so 3 Tage. Die Kalten Herzen von Egan ist der One-Shot, den wir gespielt haben, bevor wir live waren. Also da haben wir einen Teststream gemacht nur und der wird jetzt am 13. auch hochgeladen für die Woche, wo wir nicht live sind und kein neues Abenteuer spielen, weil wir da unsere Session Zero spielen. Das ist richtig. Sorry für den Spoiler. Ja, du hast die Zeitreisenummer angefangen. Ja, es ist, ja, stimmt. Freut euch auf das Intro, Leute. Ein paar von den One-Shots, die wir bis jetzt gespielt haben, die nicht aufgezeichnet worden sind, wie zum Beispiel die Alarm für Landwehr 5, die sind Teil eines bestehenden One-Shots, den es so gibt, genommen worden von mir und dann leicht umgeschrieben, um aufs Setting zu passen oder um Sachen hinzuzufügen, weil mir die Originalstory nicht gefallen hat und das ist dann meistens nur so 1 oder 1,5 Tage Abänderungsarbeit. Da habt ihr zum Beispiel gegen die Toilettenmimics gekämpft. Mhm, ich erinnere mich. Mit dem heiligen Klo-Pömpel. Mhm. Pömpel Excalibur-Pömpel. Ich erinnere mich. Der da drin war. Das war alles dann von mir hinzugefügt und der letzte Fight und so war auch noch ein bisschen anders. Unglaublich telling, dass das ist, was du hinzufügst. Nur mal so am Rande. Aber ich brauche auch immer so 3 Tage irgendwie so, wenn ich One-Shots schreibe. Das habe ich damals relativ viel gemacht, weil wir irgendwie nie die Zeit hatten, mal eine durchgängige Kampagne zu spielen. Ja. Spieler tauschen irgendwie immer und man hat Zeit und man hat keine Zeit. Und deswegen haben wir dann auch unterschiedliche Systeme ausprobiert. Fate haben wir mal gespielt und all sowas. Und ja, so 3 Tage, aber die 3 Tage zieht man dann auch richtig durch. Und dann ist man auch froh, wenn man es dann vergessen kann, wenn es vorbei ist. Ja, 3 Tage passt. Nee, so. 1 Tag ist meistens den Hook ausdenken. So, was ist das Abenteuer? Was spielen die Leute? Und dann kann man denen schon mal sagen, hey, ihr seid eine Gruppe von furchtlosen Monsterjägern. Oder ihr seid eine Gruppe von niedlichen kleinen Waldtierchen. Und ihr habt Bock auf das Ritterturnier. Und dann kann man den Leuten praktisch schon so einen Prompt geben. Und dann schreibt man die restliche Story, während die sich das überlegen. Das ist meistens dann, wie ich es mache.
Gut, ich denke, das beantwortet die Frage. Okay, vielleicht die zeitliche Frage. Seit wann spielen wir schon D&D? Wie viel Zeit haben wir gehabt? Wie weit stecken wir schon in diesem Rabbit Hole drin? D&D jetzt oder Pen and Paper und Zugehöriges allgemein? Pen and Paper und Zugehöriges allgemein. Boah, Alter, ewig. Also angefangen habe ich mit Wargaming tatsächlich, mit Warhammer Fantasy und Warhammer 40k. Und das habe ich angefangen, boah. Ich glaube, du bist am tiefsten von uns allen. Da war ich 10 oder so, da habe ich das erste Mal in meinem Leben Herr der Ringe geguckt. Und es gibt ja auch ein Herr der Ringe-Supplement von Games Workshop, die ja Warhammer und 40k machen. Und dann bin ich straight in Niehausen, Spielzeugladen bei uns in Limbo, reingelatscht und hab mir eine Packung gekauft mit Elben und Menschen. Das letzte Bündnis hieß die Packung. Ja. Dazu die Elben und Menschen zusammen, die in dem Intro von die Gefährten sind. Geil. Hab die fürchterlich angemalt, Alter. Also ist ganz schlimm. Du glaubst nicht, wie fürchterlich das aussah. Kannst du keinem einfach nur so grün drüber. Ich hab die Figuren halt noch und Alter, kannst du dir nicht angucken. Und dann wir benutzen die mal als Minis. Ja, ich werde kannst du nichts erkennen. Und weiß nicht, dann bin ich damit irgendwie so ein bisschen gealtert, aber noch zwei Freunde von mir haben das damals mitgemacht und mein Bruder auch. Und das dann irgendwie ein bisschen eskaliert und dann haben wir irgendwann halt 40k gespielt, als wir älter waren. So ein dystopisches Sci-Fi-Setting, wer es nicht kennt, könnt mal googeln. Unglaublich große Geschichte. Es ist ein Rabbit Hole. Es ist ein unglaubliches Rabbit Hole. Und das habe ich dann irgendwie auch so gemacht, bis ich halt 14 war und mit 14 das erste Mal DSA. Und dann DSA durchweg und Fate und so ein paar andere Sachen. Und dann jetzt D&D seit knapp einem Jahr. Bisschen mehr, eineinhalb, zwei, so. Angefangen eben mit Waterdeep, der Kampagne, die wir jetzt spielen. Und wir spielen ja gerade Strahd zusammen noch, außerhalb von Streams und so. The Curse of Strahd. Genau. Und ja, this brings us to now. Damit bin ich durch. Also 13 Jahre ein Nerd. Ich bin nicht ganz so tief drin wie du da. DSA, wie gesagt, der ist so der erste Berührungspunkt, dann lange nichts passiert. Mhm. Und es war, keine Ahnung, 13 oder so, 14 maximal. Und dann erst bis 18 gab es eine lange Pause, wo ich damit nichts zu tun hatte, einfach weil ich nicht so wirklich mit den Leuten, die das normalerweise machen, in Berührung gekommen bin. Und dann, bevor ich hierher gezogen bin, habe ich in der Nähe von Köln gewohnt, in Bonn selbst, in der Nähe von Bonn gewohnt. Und da habe ich dann das erste Mal so wirklich wieder was mit Pen and Paper im Hut gehabt, weil ich dann irgendwie auf ein paar YouTube-Videos gestoßen bin dazu und dachte mir so, oh, das kennst du ja noch von irgendwoher und irgendwie ganz cool. Und dann bin ich da so reingefunden und dann habe ich mein allererstes Pen and Paper-Regelsystem selbst gekauft und das war Star Wars am Rande des Universums. Und Zeitalter der Rebellion, was zwei verschiedene Star Wars Pen and Paper sind. Am Rande des Imperiums. Am Rande des Imperiums und Zeitalter der Rebellion. Und das habe ich dann gespielt mit Freunden, immer mal wieder. So on-off waren immer nur so Einzelabenteuer, das waren so die Starterboxen, die ersten Starterbox-Abenteuer. Und dann habe ich das hierhin mitgenommen und dann habe ich es mit euch so manchmal ein bisschen gespielt, nicht mit dir, aber mit Kathi und anderen Freunden noch. Ich will es unbedingt mal spielen. Ich weiß. Wir reden praktisch nur noch darüber. Das ist gelogen. Es ist ein cooles Pen and Paper, aber es ist in Ordnung. Und wir hatten dann irgendwie vor, nochmal eine neue Runde anzufangen und wir konnten uns nicht so entscheiden. Auf Star Wars hatten wir alle keine Lust mehr, jedenfalls nicht so wirklich. Und haben dann überlegt, was wir für ein neues System nehmen. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert, oder ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich war natürlich Forever DM. Und wir sind dann bei Cthulhu geblieben und bei D&D. Das war ein richtig loses Rennen, also es wäre fast Cthulhu geworden. Wäre fast Cthulhu. Achso, habt ihr aber nie gespielt? Also nie auf nee, wir haben nie ich habe mir da nie geholt, aber eigentlich stand schon fest, dass wir Cthulhu spielen. Und dann bin ich über Critical Role gestolpert. Ja, das ist ja auch das, worüber wir alle gestolpert sind. Ja, und dann war das so ein, okay, was die machen, ist halt schon wirklich cool. Und Fantasy ist eigentlich auch, war eigentlich auch von allen in Ordnung. So alle haben gesagt, Fantasy ist eigentlich nice. Ja. Und dann haben wir nochmal gewechselt, weil Cthulhu dann doch ein sehr spezialisiertes Setting ist. Das ist immer Horror. Und wenn du mal nicht Horror haben willst, dann bist du aufgeschmissen. So, dann musst du was anderes spielen.
Deswegen haben wir uns dann D&D genommen, weil da kann man, das Argument war tatsächlich, da kann man Horror machen und halt auch anderes. Und deswegen, so, es war nicht mal irgendwie, uns gefällt Fantasy super viel mehr, es war nur, wir möchten flexibel sein. Fun Fact, bei uns wäre es auch fast nicht D&D geworden, sondern Cyberpunk. Wir haben ja angefangen Cyberpunk zu spielen, also was heißt angefangen Cyberpunk zu spielen, wir haben angefangen uns Charaktere zu machen. Haben uns dann wieder aus den Augen verloren als Gruppe irgendwie, weil wir haben das dann immer unter dem Semester gemacht und immer in den Semesterpausen zu einer Freundin hin ins Zimmer gegangen, Top-Nudeln an. Und Semesterpausen meinst du halt einfach nur eine Freistunde? Ja, ja, eine Freistunde halt. Einen Tag frei, irgendwie einen halben Tag frei, den man hatte, Top-Nudeln auf dem Herd und in der Zeit Charaktere gebaut. Ja. Und dann war das Semester halt vorbei und besagte Freundin musste halt weg und ein paar andere hatten auch keine Lust mehr und ein paar sind geblieben und dann sind wir halt zu D&D gewechselt. Ja, aber bei uns wäre es auch fast nicht D&D geworden. Man fragt sich, wo wir alle wären, wenn das nicht passiert wäre. So der 50-50 zwischen Cyberpunk und D&D. Dann wären wir jetzt eine Cthulhu-Gruppe. Ganz einfach. Ich nehme an, es wäre genau dasselbe passiert, ja, nur mit einem anderen Spielsystem. Vermutlich. Nee, also Dungeons & Dragons ist super und jetzt aktiv spielen wir es dann jetzt seit anderthalb Jahren bald. Mhm. So, da, also seit anderthalb Jahren spielen wir wirklich wöchentlich. Ja, gut. Eine durchgehende Kampagne. Eine durchgehende Kampagne, ja. Das ist halt krass. Jo. Das ist schon ein bisschen eifersüchtig. Die Charaktere da sind halt auch irgendwie, es wird immer schlimmer, so die Charaktere werden immer mehr Teil von einem selber. Es ist schwierig auseinanderzuhalten manchmal. Wir hatten auch neulich eine lange Diskussion darüber, wie jetzt eigentlich die Charaktere untereinander zueinander stehen. Ich möchte nicht sagen, aber da sind wir wieder bei, man baut sich selbst als Charakter, ne? Schon. Ja. Schon, weil für viele war das viele war unsere erste Heimkampagne, also der erste Berührungspunkt wirklich mit Dungeons & Dragons oder halt vor allen Dingen mit Pen & Paper. Manche waren komplett unerfahren. Roleplay vermutlich allgemein oder Schauspielern oder sowas. Ja, der Großteil war halt aus der besagten Theater-AG, ne, und hatte halt schon potenziell Bock drauf, aber hat das halt noch nie gemacht, das Hobby, und dann... Ich glaube, ich war der Erfahrenste mit Abstand und auch ich war ja nur so, ja, ich habe mal 2 Jahre lang Star Wars gespielt. So, und das war so alle meine Pen-and-Paper-Erfahrungen und halt das eine Mal DSA. Ja, okay. Ja. Frage beantwortet. Stimmt, eine neue Frage. Ich sage, dass du ja redet. Was war die Frage nochmal? Okay, andere Frage, weil von wegen die Charaktere gehen einem ja so nahe. Und wir hatten das jetzt in der großen Kampagne auch schon einmal, dass ein Charakter gestorben ist. Aber das ist eine andere Kampagne, müssen wir nicht drüber reden. Aber in unserem letzten Abenteuer am Dienstag hatten wir unseren ersten Character Death. Spoiler! Shen lebt! Stump. Für alle, die es nicht gesehen haben. Na, sorry. Wow. Absoluter Spoiler. Zu spät, 2 Tage zu spät, es war halt zu spät. Wow, ja klar, sicher. Shameless, einfach nur. Was ist deine Frage? Wie war es für dich? Wie bist du damit umgegangen, dass dein Charakter getötet wurde? Also irgendwie tatsächlich am Anfang war das gar nicht so tragisch irgendwie. Das ist so ein Ding, das so streichst du dann von einer Bucketlist runter. So, ich hab mal gestorben. So. Und ich habe ja dann den Power-Move gebracht und bin aufgestanden und gegangen. Okay. Das Türknallen war dann ja auch ganz fantastisch für den Ton. So. Und dann saß ich irgendwie in der Regie und da bin ich tatsächlich irgendwie traurig geworden. Also das war ein absoluter Wegwerf-One-Shot-Charakter und den habe ich mir einen Tag vorher ausgedacht und auch nur, weil ich dachte, was eigentlich, wenn so ein Paladin ein Betrüger ist? Lustig. Und so aufgeschrieben. Unsere Character-Creation-Free-One-Shot. Das ist so legit der gesamte Gedanke. Was wäre eigentlich, wenn alles eine Lüge ist? Ja, und dann so, ja, okay, dann passiert das halt. Und dann war es irgendwie so... Ich habe so ein bisschen Zukunft in dem Charakter gesehen. Also ich glaube, da wäre eine gute Story. Also das ist einfach ein... Ja, ganz plötzlich war dieser sehr dämliche One-Shot auch plötzlich sehr ernst. Ja. Also natürlich, wir bauen jetzt eine Stadt in seinem Namen auf. Also what the fuck, Leute? Ist das die Geburt einer neuen Adventurer-Gruppe? Man hätte fast daraus eine ganze Kampagne machen können. Das wäre gut gewesen, ja. Ich meine, es ist halt auch in der gleichen Welt, in der jetzt auch unsere Kampagne spielt. Ja. Zur ungefähr gleichen Zeit, glaube ich. Also, Shanna. Wir schauen so circa, aber die Frage ist, ob alles Canon ist, was passiert. Weil Mario Marino ist zum Beispiel nicht Canon. Mario Marinos Restaurant. Nein! Das Marino-Restaurant ist brillant. Nein! Warte, Mario Marino ist erst in One-Shot, der nächste Woche hochgeladen wird. Ja, ja. Warum ich mich so aufrege, seht ihr dann in dem nächsten One-Shot, der nächste Woche hochgeladen wird. Ein Pizza-Lieferant, der Teleportation benutzt, ist völlig legitim, Leute. Nein! Ich bin dabei, Philipp. Also, damit hast du verloren. Hier. Das hat nichts in dieser Welt verloren. Es geht raus. Aber was willst du tun, wenn wir einfach eben in der Kampagne sitzen und sagen so, oh, ich hab Bock auf eine Pizza. Kennt ihr was von guten Teleportationsservice? Dann sage ich, es gibt in dieser Welt keinen Teleportations-Pizza-Service. Mann! Ihr müsst nun verhungern. Ihr nehmt 2 Exhaustion.
Ja, jedenfalls im Nachhinein ist es mir doch so ein bisschen ans Herz gegangen irgendwie. Das ist schade irgendwie einfach. Stell dir das mal vor mit dem, Charakter. Ich glaube, dann wird mein Herz brechen einfach. Also das ist ganz traurig. Also, ihr baut jetzt schon eine Weile an den Charakteren für die Kampagne. Weil wie lange seid ihr jetzt dran? Ich hab's aus dem Auge gebaut. Sobald klar stand, dass wir eine Kampagne spielen, habe ich angefangen. Ja, wir sind halt jetzt über einem halben, wir sind bald ein halbes Jahr daran, das insgesamt überhaupt mal angeleiert zu haben. Ja, ja, aber und seit da ist ja noch nichts passiert. Drei Monaten steht fest, glaube ich, dass die Kampagne auf jeden Fall startet. Da mussten wir auch erstmal darüber sprechen, in welchem Setting und so grundsätzliche Sachen. Genau, aber jetzt seit dran, ja, also jetzt ein Vierteljahr so bald. Tatsächlich hatte ich die Charakteridee, bevor das Setting stand. Ich hatte in jedem Setting den dritten Charakter gespielt. Boah, jetzt guckt ihr mich hier so an. Das ist heftig. Ja. Ich wusste, dass ich den Charakter immer mal spielen wollte. Also der ist auch, also die Grundidee ist nicht von jetzt nur für die Kampagne entstanden, sondern die hatte ich irgendwie schon vor ein paar, habe ich dir sogar von erzählt, als wir auf besagten Dreh waren, habe ich dir von der Charakteridee erzählt und ich werde sie jetzt umsetzen. Was? Ja. Hätte ich damals gewusst, dass ich mit ihr zusammenspiele, hätte ich ihr niemals von der Charakteridee erzählt. Aber du hast es mir nicht ganz nüchtern erzählt, also ich weiß jetzt nicht mehr alles noch. Okay. Zocken. Okay. Das ist ganz gut in Hindsight. So. Schon. Aber ich hatte in jedem Setting. Wir hatten ja auch drei, die am Ende übrig geblieben sind, zwischen denen wir uns entschieden haben. Wir hatten drei verschiedene Settings, ja. Genau. High Fantasy, so richtig mit High Magic und Shit. Ja, ich habe den Spielern die Auswahl gegeben in der kommenden Kampagne, aber da können wir auch am Sonntag noch drüber reden. Ja, können jetzt wir gerne. Zu viel vorweg. Würde ich auch sagen. Dann. Ja. Müsst ihr wohl Sonntag wieder entscheiden, Leute. Das ist nämlich das Ding. Also, das wäre jetzt so ein kurzer Überblick gewesen, über was generell hier so passiert. Und morgen geht es dann mit Cindy und Timo darum. Wie das. Schon vorbei? Wollen wir schon Ende? Ich meine. Willst du auch erst angefangen? Wir haben gesagt, eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Ist eine Stunde um? 50 Minuten sind das. Lass mal noch ein bisschen machen. Hast du noch ein paar Fragen? Ja, gibt es noch Fragen? Ja, wir könnten auch generell. Kathi will schon beenden hier. Wir haben noch Bock, Fragen zu beantworten. Pack mal noch ein bisschen was in den Chat und wir haben auch noch überhaupt nicht darüber geredet, was wir hier jetzt eigentlich machen. Okay, dann beantworte du mal die Frage, was wir jetzt eigentlich machen und ich bewege mich kurz nach da hinten hinter der Kamera. Ich gebe dir mal kurz das hier mit. Ja, Fabius, da können wir ja auch zusammen drüber reden, sehr gerne. Tim, ich höre dir zu, Philipp. Ihr habt mich da rein überredet, dass wir uns auf ein Stipendium bewerben. Oh ja, die ganze Sache. Ja, und ich denke, da könnte man vielleicht mal kurz drauf eingehen, warum wir uns diese Studie hier überhaupt leisten können und was wir hier überhaupt so machen. Ja, ja, also, ja, wie ist das eigentlich passiert? Ich weiß auch nicht. Also meine Frage an euch, wie habt ihr das eigentlich so gefunden? Euch wurde das einfach gesagt, ne? Weil ihr habt mich dann ja reingedrückt und ich war dann eigentlich so in die Vollen. Ja, also wir haben gemeinsam diese Bachelor-Idee, hey, wir möchten irgendwas mit Pen and Paper machen, haben wir unseren Professoren gepitcht in der Bar. wie man das halt so macht mit seinen Professoren, einfach mal einen trinken und über den Bachelor reden. Und die meinten, das ist eine Idee. Sie waren nicht so 100% überzeugt, aber ich glaube auch, weil sie es nicht wirklich verstanden haben. Mhm. Und einer von den beiden, der gute alte Josef, der war der... Oh, vielen Dank. Der Josef war der Meinung, wenn ihr da wirklich dran glaubt, dann gründet doch erstmal die Firma. Dann gebt doch erstmal Geld aus. Gebt doch erstmal Geld aus. Nee, also wir haben ihm halt so ein bisschen die Idee beschrieben. Allgemein fand er das schon ganz cool, aber er hatte noch so ein paar Anmerkungen. Und meinte dann, wenn ihr halt das wirklich umsetzen möchtet, dann gründet doch einfach eine Firma und guckt, was draus wird. Und wir haben ihm gesagt, ja, wie denn? Und er meinte, es gibt das Gründerstipendium für das Land NRW. Und da haben wir gefragt, was zur Hölle ist das denn? Und ja, das Gründerstipendium hat sich herausgestellt, ist ein Stipendium, wo man sich als junges Start-up Geld für innovative Ideen geben lassen kann. Und ja, aber hey, Kathi, so innovativ sind wir doch gar nicht mit einem D&D-Stream. Was ist denn willst da? Willst du mich gerade? Das ist die Frage, die ich meinte, die ist voll fies und ich stelle die euch. Ja, ich weiß. Ja. Also nochmal zurück zu dem Thema Gründer. Wir drehen jetzt einfach den Spieß. Ich denke mal in meinem Hinterkopf über die Frage nach. Aber weil es ist auch, wir haben auch sofort eigentlich, als wir angefangen haben, nur darüber zu erzählen, dass wir so eine Idee haben, sofort so viel Unterstützung bekommen von Professoren, aber auch es gibt hier ein ganzes Gründernetzwerk in OWL und auch da ist sofort offene Türen und offene Arme gewesen. Quasi so, klar, wir helfen euch. Und dann, also ich habe mich in jedem Moment auch super betreut gefühlt gewesen.
auf jeden Fall. Ja. Und wir haben alle keine Erfahrung darin, irgendwas zu gründen und auch keine Erfahrung. Wir sind Medienproduktion. Ich habe mal ein YouTube-Tutorial geguckt. Für Leute, die uns jetzt nicht so gut kennen, wir machen irgendwas mit Medien. Ja. Wir haben keine Ahnung von Firmengründung. Nee. Was zur Hölle? Unser YouTube-Verlauf ist auch einfach... Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. 101, quasi. Ich habe da auch sehr unseren YouTube-Algorithmus kaputt gemacht, muss ich sagen. Ja. Auf unser Gänse-Ortskonto kriegen wir komische Vorschläge. Und Gandalf Sex Guy, weil ich musste mich ablenken währenddessen. Das, falls ihr euch wundert, dass das die ganze Zeit vorgeschlagen wird. Ganze Zeit, okay. So, wow. Die andere Frage, was uns denn abhebt. Ich meine, meine Antwort darauf ist, dass halt jede Gruppe einfach ein bisschen anders ist und dass jeder was Neues an Table bringt. Und ich gucke mir einfach... Das ist die Streberantwort. Schon ein bisschen. Aber ist okay. Mach weiter. Ist okay. Ich meine, wir gucken ja auch alle einfach super gerne andere Leute, die das spielen zusammen so. Hm. Und da wir das halt einfach alle hobbymäßig machen, war es für uns, glaube ich, einfach der logische nächste Step so. Ja, vielleicht findet ja jemand unsere Geschichte so interessant und toll, wie wir die Geschichten anderer toll und interessant finden. Hm. Ich glaube, das ist... Ja, und wir haben ja auch den Plan, die Firma weiterzuentwickeln und das da mehr draus zu machen. Wir bieten nicht umsonst die Abenteuer kostenlos an. Wir wollen so ein bisschen Leuten auch zeigen, dass es nicht so schwer ist, in das Hobby reinzufinden und halt auch gute, kostenlose Sachen zu finden, die einem da am Anfang helfen. Weil das ist schon eine schwere Sache. Am Anfang hat man relativ große Finanzbarriere zu überwinden, um halt das Spiel zu kaufen, die ganzen Abenteuer, die Regeln und die Würfel und alles so. Und in unserem ersten Tutorial haben wir deswegen nicht umsonst damit angefangen, hey, wenn ihr das ausprobieren wollt, danke Danny, wenn ihr das ausprobieren wollt, dann könnt ihr das kostenlos. Und wir wollen dazu einen Beitrag leisten und vielleicht gucken, wo sich das so hin weiterentwickeln kann. Ja. Ich finde auch, es ist einfach so ein Hobby, was irgendwie ja, wenn man dann einmal da reinfindet, hat das so viele Möglichkeiten, die es einem gibt, einfach so das innere Kind einfach mal wieder rauszulassen, in andere Rollen zu schlüpfen und einfach so, man hat halt so einen geschützten Ort an einem D&D-Tisch. Was man vielleicht jetzt auch merkt bei uns, so, man kann auch mal bescheuert sein, man kann auch mal komische Witze machen oder sich verletzlich zeigen von einer Art, weil es ist halt, finde ich, eine ganz große Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen auf einer sehr emotionalen Ebene, ohne dass man selber das Drama erleben muss. So. Ja. Da sprechen gerade die Theaterkinder, aber ja. Absolut. absolut, von vorne bis hinten. Yeah. Es macht halt Spaß, sich auszuprobieren und halt die Geschichten gemeinsam mit den Freunden auszuspielen und zu erleben, was und auch einfach rumzublödeln. Also, ernst bleiben wird. Also es ist doch immer so dieses, was man auch so hat, so, boah, wäre es nicht geil, wenn wir mal an Goldstrand von FTN wegsaufen, und das ist irgendwie dasselbe, wenn man irgendwie so sagt, boah, wäre es nicht cool, wenn wir uns einfach mal an den Tisch setzen und einer erzählt uns, wie wir uns in der Bar betrinken und dann aus Versehen einen halben Stadtteil abgefackelt haben. Irgendwie, keine Ahnung. Der Step zwischen D&D und einfach rumzuhängen und sich so auszudenken, boah, wäre es nicht gerade jetzt so zu Corona, wäre es nicht geil, mal wieder irgendwie das und das zu machen, da ist nicht so ein großer Step zwischen. Nee, voll nicht. Ja. Ich meine, wir machen das ja auch, gerade wenn wir in der Taverne uns was erzählen, ja auch meistens so, dass wir einfach dann wirklich in der Taverne sitzen quasi. Kati beschreibt jetzt immer als eine Taverne. Ja, okay. Ja, das ist unser Wohnzimmer hier. Ja, das stimmt. Das schon. Also diese Seite des Studios ist das Wohnzimmer. Da hinten ist die Taverne. Das wollt ihr nicht sehen. Das wollt ihr wirklich nicht sehen. Das könnt ihr aber sehen, wenn ihr unseren Kanal-Trailer guckt. Oh ja, shit. Richtig. Mhm. Oh Mann, du bist echt gut jetzt gerade. Kannst du mal sehen. Ja, wow. Das haben wir jetzt nicht von ihm erwartet. Cross-Media. Wir können die Story von diesem Trailer erzählen, warum der überhaupt existiert. Oh, das ist aber eine fantastische Geschichte. Oh wow, ja. Ich versuche, diesen Trailer haben wir natürlich für die Firma produziert. Natürlich. Nur dafür. Es liegt nicht daran, dass Kathi ihre Bachelorarbeit in ungefähr einer Woche machen musste und noch ein Fach abgeben musste, einen Kurzfilm für ein Fach, das noch gedreht werden musste. Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Und sie uns nicht absolut aus Panik alle zusammengetrommelt hat und meinte, Leute, ich habe das hier geschrieben und ihr wollt nicht wissen, was sie geschrieben hat. Das war eine Katastrophe. Das war einfach super gut, was sie geschrieben hat. Deswegen haben wir uns gedacht, das muss man alles nochmal schreiben. Weil es so schön das war. Das ist so gut, davon brauchen wir eine Kopie, nur komplett anders. Wisst ihr noch, als wir irgendwann das eine Viertelstunde vorgelesen haben und die ganze Zeit, aber nachher kommt noch ein seriöser Part. Nachher kommt noch ein Part, der ist wirklich deep, Leute. Der kommt noch. Der kam nicht. Dann so, ja, jetzt der deep Part. Den habe ich halt noch nicht geschrieben, das müssen wir improvisieren. So. Ja, und das ist dann, damit haben wir angefangen. Der Dreh musste um 8 wollten wir fertig sein, um 10 haben wir uns getroffen, um 12 waren wir mit der Besprechung zu Ende und haben uns entschieden,
das machen wir nicht. Ja. Wir machen naja, das. Wir haben die Grundidee weiterentwickelt. Das stimmt natürlich, ja. Und ab da haben wir alles improvisiert. Ja. Ja, schon. Dieser Kanal-Trailer existierte nicht, bevor die Kamera auflos ist. Aber das Gute war dann, wir haben ihn dann immer beschlossen, es hochzuladen, dann hatten wir einen Kanal-Trailer. So. Man muss die Sachen... Es ist auch einfach erstaunlich gut, also ohne uns da selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, das ist jetzt nicht so gut. Aber für das, was es ist, ja, ist es gut. Und ich habe sogar noch eine echt vernünftige Note dafür bekommen, die... Ich weiß nicht, wie gerechtfertigt die war, aber ich beschwere mich nicht. Man unterhält sich nicht darüber, wie gerechtfertigt das war. Dafür, dass man jetzt so sagt, du hast jetzt einen Bachelor, so, du kannst rausgehen und Filme produzieren. So. Du bist jetzt in der Industrie zu gebrauchen, Kathi. Warum hängst du eigentlich hier rum? Stimmt natürlich, ja. Das ist jetzt quasi dein Bewerbungsmittel. Alles wegen dem Trailer. Ja. Was wir nicht alles Arto zu verdanken haben. Zu unbedingt, klar. Oh, wenn denn Against the Odds die ganze Zeit Arto, weil ihr gemerkt habt, Against the Odds ist ein ziemlich langer Name. Oh, die Namensfindung. Oh ja. Puh. Boah, es gab so schlechte Namen für den Kanal. Leute, soll ich euch was unglaublich Romantisches sagen, was ich euch, glaube ich, noch nie gesagt habe? Ich habe den Kassenbon noch. Erinnert ihr euch noch, dass wir alle Namensvorschläge in dem Café, in dem wir uns gesetzt haben, auf den Kassenbon geschrieben haben? Krass. Ja, der hängt an meiner Pinnwand. Oh. Du bist so cute. Ja, schon. Oh. Ich habe den letztens wiedergefunden. Wenn Philipp vor 6 Monaten wüsste. Wir saßen in einem Café und haben uns... Oh, wir hatten Namensvorschläge. Interessanter Zufall. Feierabenteuer war eine Idee, die wir hatten, so mit Feierabend irgendwas zu machen. Jetzt gibt's die einfach. Die streamen auch. Das ist richtig. Das ist total lustig. Wir haben auch irgendwie vor kurzem angefangen, haben wir dann aus Zufall gefunden. Fanden wir sehr lustig. Es entsteht ja auch gerade gefühlt, irgendwie gerade, so im letzten Jahr haben ja viele Leute, die irgendwie Bock haben, was zu machen im D&D-Universum und die es gerade neu dazukommen. Richtig gut. Also wenn ihr ein bisschen nachguckt, es gibt super viele neue kleine Podcasts und Streamergruppen, die jetzt halt... Es ist das perfekte Hobby für die Zeit im Homeoffice. Es ist das perfekte Hobby für jede Zeit. Es ist das perfekte Hobby für jede Zeit, aber jetzt gerade ist es besonders perfekt. Ja. Kann ich mir behaupten. Es ist einfach, passt gerade wie die Faust aufs Auge und es gibt so viel coolen Content, der gerade entsteht, auch auf Deutsch. So. Es ist nicht nur englischsprachig, bis jetzt war es sehr viel englischsprachig und auf Deutsch gibt es jetzt so viele junge Gruppen, die anfangen, also sucht einfach mal ein bisschen, man findet immer was. Definitiv. Gerade auch hier... haben wir letztens mitgeschrieben, Rollen mit den Besten. Unglaublich guter Name, by the way. Und auch eine Gruppe, die, also beziehungsweise zwei Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, wo halt einer sehr erfahren ist und der andere ein kompletter Anfänger. Und die halt auch so mehr oder weniger auf die Tour, auf die wir sind. So, wie erklärt man das eigentlich kompletten Anfängern? Also wie kriegen wir einfach mehr Leute in dieses wunderschöne Hobby rein? Ja. Das ist schon gut. Zwei Hamburger Jungs, soweit ich das weiß. Ja. Ich finde auch gut, dass es irgendwie sich... Also, es fühlt sich überhaupt nicht gatekeepy an. So dieses, alle sind einfach nur so, voll geil, dass mehr Leute mitmachen. Setz dich da hin, denk dir einen Charakter aus, du bist gekauft. Ja. Ja, irgendwie, das ist halt so das neue Sinnbild, also die neue Generation an Pen and Paper Begeisterten. So. Es sind nicht mehr diese Hardcore Wargamer, die da noch von, so wie du, die da noch so von altem Blut reingekommen sind und das halt eher noch als, sagen wir jetzt mal, so wirklich das Man-Cave-Hobby kennengelernt haben, sondern es ist halt, es geht immer mehr in diese, ja, wir machen Rollenspiel gemeinsam und wir erleben gemeinsam coole Abenteuer und es ist weniger, okay, wir wollen würfeln und töten Monster, was auch cool ist, so, aber es ist halt ein bisschen weniger willkommen heißend als die jetzige Generation und das finde ich echt super cool und wir versuchen Teil davon zu sein, also. Ich meine, wir haben auch neulich den Kommentar noch bekommen, so dieses, die sehen ja gar nicht so nerdig aus. Ja. Also, ja, danke für das Klischee, dass wir das kurz nochmal abhaken. Aber ich finde, das ist halt einfach inzwischen... Die sehen Nerds aus. So. D&D also, ist Mainstream. Oder Nerds sind Mainstream, was halt schon einfach der Fall ist. So. Den Nerds gehört die Welt. Eben, also... Ja, ich meine, halt Marvel und all sowas, was jetzt halt auch so riesengroß geworden ist, also... Was vor 10 Jahren noch Nerdshit ist, ist jetzt irgendwie im Mittelpunkt angekommen und D&D ist da gerade auf dem besten Weg, das auch zu tun. Es gibt ja jetzt auch, es soll ja einen D&D-Film geben, der in der Mache irgendwie ist, habe ich mir sagen lassen. Mit Baldur's Gate kommen wir dazu, irgendwie, dass Spiele irgendwie deutlich größer sind und einfach wirklich große D&D-Spiele. Also, D&D? D&D, everybody. Ja, schon was, D&D, everybody. Nicht zuletzt halt durch Critical Role halt deutlich weiter angekommen, aber... Ich glaube, wir können auch schon sagen, dass er bei Critical Role
die Vorbilder sind für alles. Das sind die Vorbilder der Szene. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Fabius und ich immer so über D&D genördet haben, aber als wir im Theater saßen und du halt auch einfach über die Mighty Nine auf einmal was gedroppt hast, weil wir irgendwie so viele Neun in dem einen Theaterstück irgendwie hatten und du hattest einfach so, ich denke gerade an die Mighty Nine, kennt das hier noch jemand? Und ich so, und das war so... Klar, kurz Verwirrung, ob wir über dasselbe Thema gesprochen haben. Ja, das war der Abend vor der Semesterparty. Ich weiß, warum du da nicht mehr so viel von weißt. Können wir aufhören, darüber zu reden? Sehr gerne. Okay. Haben wir noch Fragen aus dem Chat bekommen? Haben wir noch Fragen vom Chat? Ich glaube nicht, ich weiß aber, vielleicht liegt es am Google Doc, aber ich glaube nicht. Timo, hast du noch Fragen hinzugefügt? Oh. Timo leistet keine Arbeit. Okay. Das wird sein. Oh. Ja, wow. Ja. Ich meine, ich würde jetzt dann nochmal abmoderieren, aber... Ja, dann unterbrechen wir dich halt nicht mehr, okay. Also wir können doch noch weiter über Dinge reden. Wir sind cool, guckt uns. Ja, nee, so. Das war's. Gerade absolut die Lust verloren heute. Bist du auch jetzt weg? Okay, dann war es das erstmal für heute mit dem ersten Teil unserer dreiteiligen Kampagnen-Promo, könnte man ja fast sagen. Morgen geht es dann hier wieder um 19 Uhr mit Cindy und Timo darum, wo wir hier genau sind, was das für ein Studio ist, weil als wir hier eingezogen sind, hier war kein Studio, das war nicht darauf ausgerichtet, dass man hier irgendwas dreht. Hier war vorher eine Logopäde, ich glaube, das dürfen wir sagen. Ja. Und wir kamen hier rein und dachten, ja... Hier machen wir ein Studio. Warum nicht? Und dass das jetzt alles existiert hier, ist zu 90% sind die sonst Timos Anteil. Ich meine, du hast geholfen. Du hast ein bisschen, aber du hast mal ein Bier gehalten. Hauptsächlich habe ich getrunken. darum geht es dann morgen und über unsere Logo-Entwicklung auch. Und Cindy ist ja auch Mitspielerin, dann sprechen wir auch darüber mal kurz, glaube ich. Und dann am Sonntag geht es dann richtig darum, wie haben wir angefangen, die Kampagne zu entwickeln, was tut Fabius dafür, wo sie geht's hingehen, was hat einen zu erwarten, mit Nina, die Spielerin ist, wie findet man überhaupt in so einen Charakter rein, was sind die ersten Ideen gewesen und sowas. Darum geht's dann Sonntag. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr dann auch vielleicht einfach morgen übermorgen wiederkommt oder einfach zu unserer großen, coolen, tollen Kampagne ab dem 20. April, die dann jeden Dienstagabend um 18.30 Uhr live ist. Oder ihr könnt uns auch in der Zwischenzeit abonnieren auf YouTube, da findet ihr auch die Aufzeichnungen von unseren bisherigen Streams. Also vielleicht wollt ihr euch das einfach mal angucken, um zu gucken, ob euch das gefallen könnte oder nicht. 20. April übrigens, offizieller Tag des Geschichtenserzählens. Ihr seid quasi verpflichtet, euch eine Geschichte anzuhören. Praktisch. Also es geht eigentlich gar nicht anders. Ja. Gut, dann sehen wir uns dann. Tschüss. Tschüss. Gut.